Wir sind hier auf einem Schweinemastbetrieb, einem Bioschweinemastbetrieb in Martal im Zürcher Wieland. Wir machen hier einen Ebermastversuch. Aus der Idee heraus, dass das eben, normalerweise werden ja alle männlichen Säulen werden kastriert, kurz nach der Geburt. Und grundsätzlich auch von der Bio-Idee her ist das halt, ist ein grosser Eingriff und man will versuchen, dass man das nicht machen müssen. Das grösste Problem an der Ebermast ist, dass das Fleisch kann stinken kann. Zwar nicht von allen, nur von ungefähr 10%, 5-10% von der Eber gibt es so den typischen Ebergeruch, wenn man aber auch nur beim Erhitzen. Und das ist eigentlich das grösste Problem und da wird auch viel geforscht, wie man das machen kann mit Verarbeitung, dass man nur Rohwürste macht und so weiter. Und bei unserem Versuch ist jetzt aber mehr eben die Haltung und das Verhalten ein Thema. Unsere wichtigste Frage, die wir uns stellen in diesem Versuch, ist, was ist die beste Gruppenzusammensetzung mit Eber? Also soll man die Eber getrennt halten von Weibchen oder zusammen mit den Weibchen in einer Gruppe? Man weiss eigentlich, also es gibt so Praxis, die sagen, dass reine Ebergruppen besser sind, weil dann halt, wenn die Eber nicht in Kontakt sind mit Weibchen, sie eventuell ein bisschen später in die Pubertät kommen. Und halt, ab der Pubertät ist eigentlich das Problem mit dem Stinken, weil dann haben sie mehr männliche Geschlechtshormone und können dann eventuell stinken. Die andere Seite sagt, dass Gruppen, die gemischt sind, also Eber und Weibchen, eher ruhiger sind im Verhalten. Weil sich halt das, so ein bisschen das aggressivere Verhalten von der Eber dann ausgleicht. Also die Pferde werden mit etwa 25 Kilo hier im Maststall eingestellt. Kommen sie vom Züchter in den Maststall. Und die Mast dauert etwa 100 Tage. Und dann sind sie schlachtreif, das heisst etwa 105 Kilo. Also ich bin in diesen 100 Tagen Mastzeit, wo sie hier im Maststall sind, bin ich fünfmal da und schaue jedes Tier einzeln an. Und zwar schaue ich, ob sie Verletzungen haben und zähle dann die Verletzungen. Also dann werden von diesen 20 Tieren werden immer 10 Tiere markiert. In der gemischten Gruppe sind das dann immer die Männchen, die wir individuell markieren. Und dann wird die ganze Gruppe 12 Stunden lang gefilmt. Und über die Markierung kann ich dann die Tiere individuell unterscheiden. Und kann ich dann aufgrund von dem wirklich von jedem Tier sagen, was es für Verhaltensweise gezeigt hat. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Verhaltensbeobachtungen über Video machen und nicht Direktbeobachtungen. Das hat den Vorteil, dass man halt die Säue gar nicht stört. Weil wenn jetzt jemand nebendran sitzt, lassen sich die Säue natürlich sehr schnell ablenken und verhalten sich dann anders, als sie sonst würden. Also hier sieht man jetzt die Kamera, wo man Bucht filmen, und zwar filmen wir immer 12 Stunden lang, filmen, von morgen um 6 Uhr bis zu oben um 6 Uhr. Und dann wirklich anschauen fürs Verhalten, tue ich aber nur 3 Stunden. Am Morgen eine halbe Stunde, immer eine Stunde, bevor sie gefüttert werden, und zu oben noch mal eine halbe Stunde. Und dann tue ich wirklich jedes Verhalten, wenn jetzt das Tier, das ganz voll gespreit ist, irgendwie ein anderes bisst, dann kann ich das so individuell aufnehmen, kann ich sagen, das Tier 8 bisst, das Tier 6. Einerseits tun wir das dann einfach auf die Bucht hochrechnen, wie viele so Interaktionen hat es gegeben, wie viele Mal haben sie sich gebissen, wie viele Mal hat es Kämpfe gegeben. Und dann wollen wir aber eben auch noch das anschauen auf Tier individuell. Also ist jetzt zum Beispiel das Tier 8, das ist speziell aggressiv gewesen, ist das dann auch ein Tier von denen, das eher stinkt oder halt mehr von den Geschlechtshormonen im Fleisch hat? Aus der konventionellen Schweinehaltung gibt es schon relativ viele Untersuchungen auch zum Thema Ebermast und Verhalten von Eber. Aber unter Biobedingungen gibt es das wirklich noch praktisch gar nicht. Und das ist jetzt auch ein Grund, warum wir uns das anschauen wollen. Weil auch ein Biohaltungssystem ist vom Platzangebot, vom Stroh, von der Beschäftigung her anders natürlich als unter konventionellen Bedingungen. Ein entscheidender Vorteil, den die Eber mit sich bringen, ist auch, dass sie eine bessere Futterverwertung haben im Vergleich zu kastrierten Tieren. Das heisst, sie können mit weniger Futter mehr Fleisch ansetzen. Und dann haben sie auch einen höheren Magerfleischanteil, was ja sehr gesucht ist. Heute ist jetzt der letzte Tag, als ich noch hier bin im Maststall und die beobachtet habe. Und ab jetzt werde ich dann im Büro die Videos anschauen und das Verhalten auswerten und halt eben schauen, welche Gruppenzusammensetzung ist die beste gewesen für die Ebermast. Die Auswertung der Daten hat gezeigt,
dass es bezüglich Verletzungen ganz kleine Unterschiede gegeben hat. Also in der reinen Ebergruppe hat es ein bisschen mehr Verletzungen gegeben als in der Gruppe, wo Eber und Weibli zusammen waren. Allerdings sind die Unterschiede sehr klein gewesen, auch im Vergleich zu den Kastraten sind alle relativ ähnlich gewesen. Bezüglich Verhalten sind die Unterschiede deutlicher gewesen. Das ist wirklich in den Gruppen, wo es Eber drin hat, hat es wesentlich mehr Kopfschläge gegeben, Bisse, mehr Kämpfe gegeben und Aufreiten. Und das ist das, was wir erwartet haben. Aber erstaunlich ist, dass es zwischen den beiden Gruppen, die wir ja eigentlich verglichen haben, also reine Ebergruppe und Ebergruppe mit Weibli, dort hat es keine Unterschiede gegeben. Also für die Praxis kann man damit sagen, dass es nicht darauf ankommt, ob man jetzt Eber in reiner Ebergruppe haltet oder ob man sie zusammen mit der Weibli haltet. Das ist bezüglich Verhalten und auch Verletzungen gleichwertig. Trotzdem gibt es aber immer noch Punkte, die eigentlich eher dafür sprechen, dass man die Eber von der Weibli trennt. Einerseits kann man die Eber dann ganz gezielt füttern, weil die haben ein bisschen andere Futteransprüche als die Weibli. Und wenn sie separat sind, kann man sie auch so füttern. Und das Zweite ist halt, dass in einer gemischten Mast mit Eber und Weibli zusammen, besonders wenn die Mastdauer ein bisschen länger ist, dass dann halt die Gefahr von Trächtigkeiten besteht. Also grundsätzlich kann man sagen, die Haltung ist sicher nicht das Problem in der Ebermast. Probleme stellen sich in der Verarbeitung und nachher auch vielleicht in der Vermarktung. Mein Name ist Lorenz Spuhler, ich wohne in Wieslikofen, bewirtschafte einen Biobetrieb seit 1995 mit Kühen, Soi, Zucht und Mast. Ich bin überzeugt, dass Ebermast in der Schweiz funktionieren kann. Es braucht einfach ein bisschen mehr Mut im Grosshandel und auch eine Förderung der Akzeptanz beim Konsumenten.